Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Meine Freundin stand komischerweise früher auf und sagte, ich muss dir eine sehr ernsthafte Frage stellen. Du darfst nur mit Ja oder Nein antworten. Wie du meinst. Warum machst du immer Blondinenwitze? Geht ein Mann zum Arzt. Was haben Sie denn? Herr Doktor, ich habe einen Schwanz wie ein Baby. Dann ziehen Sie sich doch bitte mal aus. Der Arzt guckt sich das Ding genau an und sagt, tatsächlich, 50 cm lang und 5 Pfund schwer. Eine Blondine macht einen Rundflug in einem Zweisitzer, in dem sich nur sie und der Pilot befinden. Plötzlich erleidet der Pilot einen Herzinfarkt und stirbt. Panisch schreit die Blondine ins Funkgerät. Hilfe, Hilfe, mein Pilot ist gerade gestorben und ich weiß nicht, wie man fliegt. Eine Stimme aus dem Gerät antwortet ihr, hier ist die Flugsicherung, keine Sorge, wir helfen Ihnen. Folgen Sie einfach nur meinen Anweisungen. Holen Sie tief Luft und geben Sie mir Ihre Höhe und Ihre Position durch. Die Blondine erwidert, Höhe 1,65 Meter, Position rechter Vordersitz. Es folgt eine kurze Stille. Okay, kommt aus dem Funkgerät zurück. Jetzt sprechen Sie mir nach. Vater unser, denn du bist im Himmel. Endlich die passende Frau zu meiner Bettwäsche. Ich habe heute Nacht mein Teddybär verloren. Magst du vielleicht heute Nacht meiner sein? Talia? Ja? Darf ich dich mit einem Textmarker anmalen? Nein. Du bist mir wichtig. Oh. Voll süß, ne? Ja, das ist echt süß. Ich schaue auf ihren Schritt, dann in ihre Augen. Isst du das noch? Dein Hosenstall ist offen. Der achtsame Ritter hält sein Schwert stets bereit. Man sollte nicht immer auf das Äußere achten. Salz zum Beispiel sieht ja auch aus wie Zucker. Deshalb immer erst anlecken. Wenn mir langweilig ist, frage ich den Eltern vorhin, ob es bei den herbstlichen Temperaturen okay ist, wenn das Kind in der Wohnung raucht. Dieses Jahr an Halloween gehe ich als falsch geparktes Auto. Vielleicht werde ich dann endlich mal abgeschleppt. War vorhin beim Arzt. Die Wartezeit hätte ausgereicht, um Selbstmedizin zu studieren. Du, nenne mir zwei Interrogativpronomen. Was? Welche? Sehr gut. Hä? Was ist gerade passiert? Jesus geht in eine Bar. 12 Wasser bitte, zwinkert sein Jüngern zu. Nice to know, man kann hinter den meisten Filmtiteln ein ohne Gleitgel setzen. Beispiele, die Wanderhure, ohne Gleitgel. Oder leg dich mit Sohan an. Ich bewerbe mich bei der Bundeswehr als Gebirgsjäger. Gebirge jagen, das bekomme ich hin, so schnell sind die ja nicht. Bisschen Angst vor 2017, weil 2 plus 0 plus 1 plus 7 gleich 10. Es ist die exakte Anzahl von Hitlers Nippeln, wenn er 8 Nippel mehr gehabt hätte. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen, also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.